Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage. Ja, warum spreche ich euch jetzt gerade an? Leider hat mein Let's Play zu Assassin's Creed nach meinem letzten Twitch-Stream, also nach der Folge gestern, plötzlich geendet, weil mich die Gesundheit bzw. fehlende Gesundheit dahingerafft hat. Und ich bin einfach all meinen Twitch-Zuschauern das Finale von Assassin's Creed schuldig geblieben. Aber ich dachte, wenn ich ja jetzt das Spiel hier hochlade, kann ich doch auch das Ende noch fix aufnehmen. Ich glaube, so viel dürfte uns nicht mehr fehlen. Genau, damit das Spiel einfach tatsächlich hier ein Ende findet. Für euch und auch für mich. Ich habe zuletzt gespielt am 27. November. Wir haben jetzt den 28. April. Ich habe 5 Monate dieses Spiel nicht angefasst. Und das sorgt mich ein bisschen, denn ich kenne mich mit der Steuerung absolut nicht mehr aus. Ich muss mal hier gucken, dass ich mir vielleicht ungefähr wieder einpräge, wie dieses Spiel zu steuern ist. Aber es kann durchaus sein, dass das doch auch nochmal schief geht. Genau. Ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt hier jede Folge einzeln für sich aufnehme oder ob ich jetzt erstmal ein bisschen was an einem Stück aufnehme und dann später schneide. Ich weiß es nicht. Also entweder gibt es zu jeder Folge ein Hallo und Tschüss oder auch nicht. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so dramatisch. Okay, also heilen ist nach unten. Das ist wichtig. Angriff ist R1 und R2. Wie wähle ich nochmal? Was muss ich drücken, um in das Hilfsmittelmenü zu kommen? Ja gut, ich weiß es nicht. Wir probieren, glaube ich, einfach mal. Wir drehen einfach mal eine kurze Runde und schauen mal. Ich die Steuerung noch kann. Ich sag's euch, ich stoppe Spiele immer in den blödsten Situationen. Entweder kurz vor irgendwelchen Bosskämpfen, kurz vorm Finale, verliere meine komplette Kenntnis über das Spiel. Okay, das Spiel ist gerade ein bisschen am suckeln, aber ich glaube, meine Capture Card, die fängt sich hoffentlich gleich. Okay, hier ging es so jetzt hoch. Springen. Okay, wartet mal. Meine Capture Card hat tatsächlich immer noch ein bisschen Probleme. $2000, okay, also Heilung kaufen sollte nicht das Problem sein. Ja, die haben das jetzt gepatcht, dass meine ganz normalen Klamotten auch bei Verkleidungen drin sind. Dann ja immer hier. Okay, also wie gesagt, ich habe 5 Monate nicht gespielt. Da gab es sicherlich den ein oder anderen Patch zwischendurch, die ich jetzt gar nicht so alle mitbekommen habe. Genau. Das ist jetzt unser letztes Ziel wahrscheinlich. Hier fehlt auch noch ein kleines bisschen was. Ich habe ja auch geplant, die Platin zu machen. Deswegen werde ich auf jeden Fall nach der Story auch so noch ein bisschen spielen. Aber für euch nehme ich jetzt hauptsächlich die Story auf. So, und wenn sich die Capture Card einigermaßen gefangen hat, würde ich sagen, geht's los. Wie komme ich in das... Okay.
Also schnell drehen mag die Capture Card heute nicht. Da müssen wir nichts mit leben. Die ist ja auch nicht mehr die jüngste. Okay. Zeige mir alles. Hinten. Dort. Es ist einfach nur ein Musiker, der hat gerade mit der Quest nichts. Das Wagnis war zu groß, Aliki. Verzeih. Wie konnte ich das vergessen? Es gibt ja hier die Speer. Ja, aber ein bisschen was konnte ich aufdecken. Lass mal gucken gehen. Ich habe auch super lang kein Controller-Spiel mehr gespielt. Ich habe gerade ein bisschen Problem, mit der Sensitivität meines Controllers zurechtzukommen. Tatsächlich alles, was ich gespielt habe in letzter Zeit, war ein PC mit Maus und Tastatur. Also wie gesagt, ne, es wird im Kampf... Achso, jetzt bin ich wieder hier. Na gut, dann sprechen wir mit dem. Erstmal. Du, Verborgener, kannst du uns durch diese Tore helfen? Wir sind von innen verriegelt. Ihr scheint mir kampfeslustig, Brüder. Ich werde mein Möglichstes tun. Wie ducke ich mich nochmal? Ah, okay. Ich muss schnell und leise sein. Kabiha wird aufpassen. Hier war ich doch schon mal. Hier habe ich doch schon mal alle eliminiert. Ich erinnere mich doch, oder? Odor? Ich glaube. Ist auch einer. Gut, dass ich nochmal nach oben geschaut habe. Na, ja, das ist blöd, wenn du runterfällst. Der hinten hat es nicht gesehen. Es wäre schon schön, wenn ich es hinkriege, das irgendwie leise zu machen. Ich muss hier nicht unbedingt jetzt in die fettesten Kämpfe. Thank you.
Warte! Das war knapp. Der liegt jetzt hier gerade nicht versteckt, aber so, dass er vielleicht nicht sofort gesehen wird. Na, jetzt kommt der zurück. Wir müssen mal abwarten. Komm mit Leuten auf dem Rücken nirgendwo hoch. Sieht er mich? Okay, jetzt müsste ja dort hinten der eine gleich wieder zurückkommen. Den müssen wir jetzt abwarten. Dann können wir den vielleicht hier noch umhauen. Ich überlege halt, ob ich jetzt wirklich einfach die Aufständischen reinlasse. Nutze ich halt die Option, wenn ich dorthin komme. Kommt der nun zurück? Oder nicht? Ist es nur, wenn ich den umhaue, sehen die Leute das vor dem Tor und schreiben bestimmt wieder Mörder. Naja, no risk, no fun. Das Schicksal ruft. Wo sind denn jetzt die Aufständischen hin? Da.
sehr ungünstig. Ach du meine Güte. Also welche Taste ist mein Adlerblick? Die habe ich hier auch, glaube ich, alle schon mal. Oh. Oh. Ah. Er macht nur ein Nickerchen. So, aufgeräumt. Ich weiß auch, dass ich in diesem Gebäude versucht habe, einen Weg irgendwohin zu finden. Und das war absolut unmöglich. Deswegen geht die Tür bestimmt nicht auf. Nee, sag ich ja. Ich muss bestimmt ganz hoch und irgendwie von oben rein. Oder von der anderen Seite. Und ich bin halt einfach jetzt hier. Das ist immer das, was mich bei Assassin's Creed am längsten aufhält. Den Weg in irgendein Gebäude reinfinden. Aber wir kriegen das hin. Es war an der Zeit. Ich denke auch, du warst alt genug. Sehen die doch, oder? Naja, keine Ahnung.